Ein paar Fingerübungen zur Partialwurfzerlegung. In den alten Videos gab es ja die offizielle Herleitung oder die inoffizielle Herleitung. Eher nicht ganz so streng, aber eine Idee, warum man das in gewisser Weise zerlegen kann. Sie probieren das jetzt wirklich mal auszurechnen. Diese rationale Funktion in Partialbrüche zerlegen, diese rationale Funktion in Partialbrüche zerlegen. Nach den Regeln der Kunst. Und das macht man eben nicht so, wie ich es in den Videos hergeleitet habe, was rauskommt, sondern man weiß ja, was rauskommt. Das ist der Trick. Sie wissen jetzt schon, was da rauskommt im Prinzip und formulieren damit direkt Bedingungen. Sie schreiben sofort die Kandidatenterme hin mit irgendwelchen Konstanten. So, also das macht man jetzt nichts mit der Herleitung, sondern man weiß, was rauskommt. Eine einfache Polstelle bei 1, eine einfache Polstelle bei 2, dann weiß ich, was rauskommt. Partialbruch zerlegungsmäßig muss sein irgendwas. Partialbruch mit Polstelle bei 1, einfache Polstelle bei 1 und ich kenne den Zähler nicht. Da oben steht irgendeine Konstante. Plus anderer Partialbruch, da steht irgendeine Konstante, die ich noch nicht kenne, durch x minus 2. Das weiß man jetzt. Man muss nicht über die Herleitung gehen mit P und Q und dem ganzen Krempel, sondern man weiß, das muss rauskommen irgendwie. Ich kenne nur nicht A und nicht B. Der strenge Weg wäre, okay, wir fassen das mal wieder zusammen. Jetzt kommt Bruchrechnen. Vorsicht an der Stelle. Wie fassen Sie zwei Brüche zusammen? Ich mache es vielleicht nochmal vor. 3/4 plus 7/5. Sie bringen die bitte erstmal auf einen Hauptnenner. Hauptnenner, oh, vielleicht in einzelnen Schritten. Hauptnenner wäre hier 20. Sie bringen beides auf 20. Den ersten mit 5 erweitern, 3 mal 5 durch 4 mal 5. Den zweiten mit 4 erweitern, 7 mal 4 durch 5 mal 4. Dann sind Sie bei 20. 3 mal 5 plus 7 mal 4. 20. Also das nicht vergessen, Sie müssen erweitern. Was steht da also? Da steht 3 mal 5, Sie sehen, der kommt mit als Faktor dahin und Sie sehen, dieser kommt mit als Faktor dahin, das nicht vergessen. Nicht einfach nur die Zähler addieren. Den ersten erweitere ich mit x minus 2. Um den hier auf den Hauptnenner zu bringen, mit x minus 2 erweitern, also a mal x minus 2 plus, und den erweitere ich mit x minus 1, so. Und das soll jetzt gelten für alle x, nicht für 1 und nicht für 2 erstmal, weil die Funktion da undefiniert ist, aber für alle x ansonsten soll das gleich sein. Diese Funktion soll das gleiche sein wie die und nicht nur für irgendein spezielles x. Dann heißt das, dass diese 3 dasselbe sein muss wie das. Ich teile ja immer durch dasselbe. Diese beiden blauen Ausdrücke müssen dasselbe sein für alle x. Erstmal nur für alle x, ungleich 1, ungleich 2, aber offensichtlich dann für alle x wirklich. Und das sagt mir zwei Bedingungen. Das sagt mir nämlich, dass ich hier kein einziges x drin haben darf. In diesem Polynom, was da oben steht, in dem blauen Kringel, darf x nicht vorkommen, sonst kann nicht für alle x 3 rauskommen. Wenn hier in dem blauen Ding rauskäme, es ist 42x plus 13, wäre das falsch. Sie können nicht haben, dass 42x plus 13 immer gleich 3 ist. Es muss eine 0 vor dem x stehen und da hinten muss eine 3 dabei stehen. Das ist die einzige Chance. Eine 0 vor dem x heißt, dass a plus b gleich 0 sein muss. A plus b, so viele x habe ich. Das muss 0 sein, damit ich hier 0 x habe im Endeffekt. Da habe ich 0 x. Und minus 2a minus b muss die 3 ergeben. Minus 2a minus b muss die 3 ergeben. Sie haben als Konstanten hier noch minus 2a minus b. Da müssen wir die 3 haben. Das sind zwei Gleichungen für zwei Unbekannte. Kann man mehr oder minder klug lösen. Ich sehe gerade, mal gerade überlegen, das ist sogar äquivalent. Ja, schreibe ich mal äquivalent hin. Ich glaube, das Einfachste ist, die erste und die zweite zu addieren, wegen des Plus minus b hier. Wenn Sie die erste und die zweite addieren, kriegen Sie a minus 2a, also minus a plus b hebt sich weg, ist gleich 3. Und das können wir
also was heißt das? Das heißt, a ist gleich minus 3, so. Das können wir hier oben einsetzen, a ist minus 3, das heißt, b ist 3. Aus der Gleichung da oben. So, zwei alternative Wege noch. Erster alternative Weg, wenn das hier für alle x gleich sein soll, dieses soll gleich 3 sein für alle x, dann setzen wir mal Spezielles ein, zum Beispiel 2. Und dann lernen Sie, okay, a mal 0 plus b ist 3. Na super, b ist 3, kriegen Sie geschenkt. Wenn das hier für alle x dasselbe sein soll wie 3, dann muss es insbesondere dasselbe sein, wenn Sie 2 einsetzen. Und Sie kriegen damit geschenkt, dass a mal 0 plus b gleich 3 ist. B ist gleich 3. Analog kriegen Sie a raus. Sie sehen, das ist natürlich ein bisschen heikel, weil ich jetzt 2 einsetze, was ich eigentlich gar nicht darf, weil 2 ist ja eine Polstelle. Das müsste man erstmal begründen. Sie könnten 2,0001 einsetzen, dann stimmt es ja auch halbwegs. Und dann könnte man es auf diese Weise mit einem Grenzwert begründen. Erstmal habe ich ja nur die Gleichheit, dass dieses gleich dem ist für alle x, aber nicht 1 und nicht 2. Insofern müsste man einen Begründungsschritt noch einschieben, dass dann wirklich für alle x dasselbe rauskommt. Tut es. Sehen Sie hier, das könnte man so machen. Das ist die eine Art, wie man drankommen kann. Und die Art, wie ich es machen würde, die ist vielleicht jetzt sehr händewedelnd, die Art, wie ich es machen würde, ist folgende. An der Stelle 1 ist dieser Ausdruck hier, dieser Summand, derjenige, der dafür sorgt, dass wir in die Polstelle gehen. An der Stelle 1 ist der zweite Summand hier völlig in Ordnung. B durch 1 minus 2, passiert nichts Schlimmes. An der Stelle 1 ist der erste Summand derjenige, der regelt, wie die Funktion ins Unendliche läuft. Und jetzt kann ich mir angucken, was denn an der Stelle 1 passiert. Ich habe x minus 1 da unten stehen, da steht x minus 1 da unten. Was passiert mit dem Rest? 3 durch x minus 2. Das muss irgendwie zu diesem a werden. Wenn x gleich 1 ist, ist dieser erste Partialbruch derjenige, der die Explosion verursacht. Was passiert mit dem roten Teil für x gleich 1? Da steht 3 durch 1 minus 2. 3 durch minus 1. Minus 3. A muss minus 3 sein. Ich gucke mir an, was passiert mit meiner Funktion um die 1 herum. Das x minus 1 unten spalte ich ab. Und der Rest wird minus 3, dann muss a minus 3 gewesen sein. Das ist total händewedelnd, ich führe es gleich nochmal an den anderen vor. Wenn Sie erstmal den offiziellen Weg drauf haben, Gleichungssystem und das Gleichungssystem lösen, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Es gibt in Zweifelsfall kürzere Wege. Gute Frage, warum steht da a plus b gleich 0 und nicht ax plus bx gleich 0? Eigentlich steht da erstmal ax plus bx gleich 0. Für alle x. Für alle x. Aber wenn das für alle x gleich 0 sein soll, dann muss offensichtlich a plus b gleich 0 sein. Das kriegen Sie ja nicht hin. A mal irgendeine Zahl plus b mal irgendeine Zahl, dieselbe Zahl, soll immer 0 sein, egal welche Zahl. Dann muss a plus b 0 sein. Ich probiere das nochmal andersrum. Ax plus bx. Ax plus bx soll 0 sein. Für alle x, schreibe ich mal so ganz professionell. Egal welches x ich einsetze, dann ist es insbesondere gleich 0, wenn ich 1 einsetze. Und daran sehen Sie, a plus b muss 0 sein, sonst haben wir keine Chance. Aber wenn a plus b gleich 0 ist, dann ist klar, es ist immer gleich 0 hier. Egal welches x Sie nehmen. Also ich habe das x zum Schluss wegdiskutiert. Sie könnten auch sagen, es ist ein Koeffizientenvergleich. Was ist der Koeffizient von x hoch 0? Der Koeffizient von x hoch 0, 1, ist minus 2a minus b und der Koeffizient von x hoch 1 ist a plus b. Hier ist der Koeffizient von x hoch 0, 3 und der Koeffizient von x hoch 1 ist 0. Ein Koeffizientenvergleich. Ich will auch hier 3x hoch 0 haben und 0x hoch 1 haben, damit das für alle x dasselbe wird. Wir diskutieren das nochmal mit dem zweiten durch. Das ist ja alles nicht so einfach. Die wichtigste Frage war, wozu das? Was soll das? Wozu braucht man Partialbruchzerlegung? Es gibt eine fadenscheinige Antwort auf die Frage, wozu braucht man Partialbruchzerlegung? Die fadenscheinige Antwort ist, um solche Funktionen integrieren zu können. Wenn ich davon eine Stammfunktion bilden will, ist das eklig. Sie sehen, wenn Sie davon eine Stammfunktion suchen, natürlicher Logarithmus, wenn Sie davon eine suchen, natürlicher Logarithmus,
geht viel leichter. Das ist aber eine fadenscheinige Antwort. Wer will diese Funktion hier integrieren? Ich will sie nicht integrieren. Die Partialbruchzerlegung kommt später vor bei der Laplace-Transformation, Regelungstechnik, irgendwas mit Rückkopplung. Man möchte gerne solche Funktionen, die so ein System mit Rückkopplung dann beschreiben, solche Funktionen möchte man netter schreiben. Man sieht dann genauer, wenn man sie so zerlegt hat, inwiefern sie schwingen oder nicht schwingen. Sie haben dann die Antwort eines Systems zerlegt in einfachere Anteile. Das interessiert einen nachher. Das ist aber ein paar Semester weit weg. Und wie gesagt, wenn Ihnen jemand sagt, das wäre, um Funktionen, solche Funktionen integrieren zu können, ich wüsste nicht, wer diese Funktionen hier ernsthaft integrieren will. Das kann Wolfram Alpha sowieso besser als ich. Also das kommt dann nachher einfach vor. Einfach in Anführungszeichen, solche Funktionen werden, das habe ich ja vorgeführt mit der abstrusen Z-Transformation, solche Funktionen, rationale Funktionen, werden Systeme mit Rückkopplung beschreiben. Und das Verhalten solcher Systeme können Sie dann in Teile zergliedern mit der Partialbruchzerlegung. In einfache Schwingungen zum Beispiel, einfache Schwingungsverhalten jeweils zergliedern. So kommt sie dann vor. Das ist ziemlich weit weg. Zugegebenermaßen, ich finde es auch nicht toll, die an dieser Stelle in der Mathematik zu machen, aber sie ist traditionell eben in den ersten Semestern angesiedelt, weil man gerade bei Funktionen ist, Polynomen und sowas. So, philosophische Merkungen beiseite, jetzt hierzu. Ganz wichtig ist, es ist derselbe Ansatz, Vorsicht, Vorsicht, es ist derselbe Ansatz. Eine Polstelle einfach bei 1, eine Polstelle einfach bei 2. Hier steht eine Konstante, da steht eine Konstante, hier steht nichts von x, was einige probiert haben. Das ist der Witz, es geht weiterhin mit einer festen Zahl da und einer festen Zahl da. Vielleicht sollte ich klar machen, dass diese beiden Zahlen andere sind als eben. Ich schreibe hier mal a' und b'. Es könnten andere sein, ich glaube, es sind auch andere. Es könnten zufällig a wieder gleich minus 3 sein zum Beispiel, aber höchstwahrscheinlich werden das andere Zahlen sein. Derselbe Ansatz, das heißt, es steht auch hier dasselbe, wenn Sie es auf einen Bruchstrich bringen, x minus 1 mal x minus 2 und oben steht a mal x minus 2, a' jetzt mal x minus 2 plus b' mal x minus 1. Die Gleichungssysteme ändern sich. Das muss ich, glaube ich, nochmal ausführlicher sagen. Hier steht im Endeffekt die Gleichung einer Geraden, eine Konstante mal x minus irgendwas, a' ist eine Zahl später, plus eine Konstante mal x minus irgendwas. Hier steht die Gleichung einer Geraden. Hier steht die Gleichung einer Geraden. Dieses Ding soll gleich dem Ding sein, für alle x. Eine Gerade soll gleich einer anderen Gerade sein. Dann müssen die in der Steigung übereinstimmen. Sie müssen in der Steigung übereinstimmen und sie müssen im Achsenabschnitt übereinstimmen. Der Faktor vor dem x muss derselbe sein und die Konstante muss derselbe sein, sonst könnten die beiden Geraden nicht gleich sein. Wir gucken uns den Faktor vor dem x an. Der ist 1 auf der linken Seite hier. Und hier ist der Faktor vor dem x a' plus b'. A' plus b'. Sie sehen, eben wollte ich kein x haben, es sollte 0 rauskommen. Hier will ich ein x haben, soll 1 rauskommen. Die zweite Gleichung bleibt so. Was ist mein Achsenabschnitt? 3 bei der Geraden hier und hier ist der Achsenabschnitt minus 2a' plus minus 1b'. Minus 2a' minus b' ist gleich 3, dieselbe Gleichung wie eben. Nur mit dem Strich jetzt da dran. Minus, minus 2a' minus b' ist gleich 3. Das kann ich netterweise so lösen wie eben, hemdsärmelig. Sie addieren einfach beide Gleichungen. A' plus B' und die untere drauf addieren. A' minus 2a' sind minus A'. B' minus B', B' ist weg. Gleich, hier die Summe, also minus A' ist gleich 4, finde ich. Und oben setzen Sie ein, A' ist minus 4, ich sollte es nochmal andersrum schreiben, A' ist minus 4, das setzen Sie ein, minus 4 plus B' gleich 1, das heißt B' muss 5 sein.
da muss 5 stehen. Minus 4 plus 5 ist gleich 1. Damit kenne ich die beiden. Also ich kann das x da erreichen, indem ich a' gleich minus 4 wähle und b' gleich 5 wähle. Sicherheitshalber, das Strich nur, um zu sagen, dass dieses a und dieses b wahrscheinlich andere sind als eben. Ich meine hier nichts mit Ableitung oder so, ich meine nur ein anderes a, ein anderes b. Nochmal, wo die erste Gleichung herkommt. Ich will für alle x, dass dieses Ding gleich dem Ding ist. X plus 3 soll gleich dem sein, für alle x. Dann können Sie es ja versuchen aufzumalen. X plus 3, naja, eine Gerade, die so verläuft. X plus 3. Die geht hier auf der Höhe 3 durch die y-Achse, hat die Steigung 1. Das ist diese Funktion. Diese Funktion soll gleich der Funktion sein. Was Sie hier haben, ist eine Gerade mit der Steigung a' plus b', wie auch immer. Hier ist die Steigung a', ich sollte mal hinschreiben, hier ist die Steigung 1. Und hier ist die Steigung a' plus b'. A' plus b'. Und der Achsenabschnitt hier bei dem Ding wird sein minus 2a' minus b'. Also das wird hier der Achsenabschnitt sein. Jetzt wird es ein bisschen zugestrickt. Entschuldigung, minus 2a' minus b'. Diese Gerade soll gleich der Geraden sein. Für alle x soll aus dem Ding dasselbe rauskommen wie aus dem. Sie sehen, oh, das kann ja niemals hinhauen, so wie ich das gemalt habe. Sie müssen haben, dass diese Gerade dieselbe Steigung hat wie die. Und Sie müssen haben, dass diese Gerade denselben Achsenabschnitt hat wie die. Mit anderen Worten, diese Steigung hier, a' plus b' muss 1 sein. Diese Gerade muss die Steigung 1 haben. Diese Gerade muss dieselbe Steigung haben wie die. Diese Gerade muss die Steigung 1 haben, also a' plus b' gleich 1. Und diese Gerade hier muss denselben Achsenabschnitt haben, muss den Achsenabschnitt 3 haben. Dieses Stückchen hier muss oben liegen sowieso und muss 3 sein. Minus 2a' minus b' muss 3 sein. Selbe Achsenabschnitt, selbe Steigung auf beiden Seiten. Das ist im Endeffekt ein Koeffizientenvergleich. Die Zahl, die im Endeffekt vor dem x steht, muss auf beiden Seiten dieselbe sein. Die Zahl, die im Endeffekt ohne x da steht, muss auf beiden Seiten 3 sein. Nochmal händewedelnd, wie man das kurz hinkriegen kann. Dieser erste Term regelt die Explosion an der Stelle 1. Um die Stelle x gleich 1 herum ist der erste Term derjenige, der die Funktion bestimmt. Der andere Term hier ist ganz harmlos bei x gleich 1. Der hier sagt, was bei x gleich 1 passiert. Sie sehen, wenn Sie das jetzt wegnehmen, dann haben Sie das Böse sozusagen rausgenommen und der Rest muss sich irgendwie zu diesem a zusammenfügen. Dieses hier zu dem a' zusammenfügen. Dieses hier muss ich zu dem a' zusammenfügen, wenn x gleich 1 ist. Naja, was wird rauskommen? 4 durch minus 1. 1 plus 3 durch 1 minus 2. 4 durch minus 1 wird rauskommen für a' minus 4. Das wäre die händewedelnde Art. Wenn Sie das irritiert, ignorieren Sie das. Die andere Lösung hier ist freundlicher, wenn man etwas unsicher ist an der Stelle. Genau, das ist im Endeffekt auch, was passiert, wenn Sie hier in das Zählerpolynom einfach 1 einsetzen. Dieses Ding soll gleich dem sein für alle x. Dann können wir auch mal nette x einsetzen, zum Beispiel 1. Es muss dann insbesondere stimmen, wenn ich 1 einsetze. Und dann sehen Sie, dass a' mal minus 1 plus b mal 0 gleich 4 sein muss. Selbe Resultat. Also man muss nicht zwangsläufig ein Gleichungssystem aufstellen. Sie können auch einfach geschickte x-Werte einsetzen. Dann haben Sie im Endeffekt dasselbe gemacht, was ich gerade so händewedelnd erzählt habe. Sie sehen, den Vorteil bei meinem Verfahren ist, ich muss gar nicht hier den Zähler ausführlich ausrechnen. Ich muss die nicht auf einen Bruchstrich bringen. Ich kann es direkt hier sagen, was a' sein muss. Ich muss diesen Schritt gar nicht machen. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, machen Sie diesen Schritt und setzen Sie für x schöne Werte ein. Was auch immer, Hauptsache man kriegt a' und b' raus. Ich weiß, es gibt genau eine Zahl a', genau eine Zahl b'. Ist doch egal, wie ich drauf komme auf die beiden Zahlen, Hauptsache ich komme irgendwie drauf. Durch ein Jahresgleichungssystem, durch Einsetzen, was Gemischtes, durch Händewedeln, wie auch immer.